Heidi, ho Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principal. Wir befinden uns in diesem doch recht düster anmutenden, regnerisch und lauten Bereich des Spiels. Da sind wir so gelandet, aber das macht uns trotz unserer doch recht robotischen Beschaffenheit nicht so wahnsinnig viel aus. Was ist das denn? Das wollen wir uns zu Gemüte führen. Das ist eine E-Mail, oder? Eine Nachricht. Ich war noch in der Schule, als ich zum ersten Mal vom Talos-Prinzip gehört habe. Ich glaube, damals hat es mich verwirrt. Es hat mir auf seltsame Weise bewusst gemacht, dass mein Körper ein Objekt ist. Dass mein Gehirn aus Materie besteht. Vorstellungen, die mir am Anfang unangenehm waren. Aber ich glaube, langfristig hat es mir geholfen zu verstehen, wie zerbrechlich wir Menschen doch sind. Und wie wertvoll. Das ist keine tröstliche Denkweise, aber ich würde mich lieber der Wahrheit stellen, als mich selbst anzulügen. Ja, eine bemerkenswerte Sichtweise, die nicht jeder teilt. Klick. Absetzen. Farbe. Geil. Das ist ja so ein Zusatzrätsel, was gar nicht erforderlich ist. Man hat mal so ein Krach hier. Eigentlich wollte ich ja diesen einen Zettel lesen, den ich hier gerade irgendwo gesehen hatte. Wo war der denn? Hier. Je mehr ich mit diesen Terminals interagiere, desto mehr frage ich mich, was ihre Rollen in dieser Welt sind. Wie kann man Freund und Feind unterscheiden, wenn es keine Unterschiede zwischen den beiden zu geben scheint? Absetzen. Farbe. Kann man dir Nachricht hinterlassen? Nachricht auswählen. Ich habe keine Idee, was los ist. Wie steht's mit dir? Das Zertifizierungsprogramm ist eine Farce. Was weiß ein Computer schon über Menschlichkeit? Ich bin bis an den Rand der bekannten Welt gereist, auch wenn es scheint, als ob unser Reich sich bis in die Ewigkeit erstreckt. Entschuldigung. Ist es doch viel kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten. Die Werkzeuge, um diesen Ort zu überwinden, sind uns zur Verfügung gestellt worden. Nun müssen wir nur lernen, wie man sie benutzt. Du wirst ein besonderes Gerät brauchen, um das hier zu lösen. Hast du versucht, den Laserstrahl zu kreuzen? Tja. Also ich wäre ja tendenziell für sowas hier in der Mitte, ja, das ist Quatsch und ich will jetzt hier keinen Blödsinn hinschreiben. Genau, das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis für den Menschen, ne, dass man eben nicht so alles unendlich und machtlos ist und ein Mensch der Krone der Schöpfung ist. Aber ich bin auch immer sehr konstruktivist und lösungsorientiert, sagen wir mal das hier, ja. Die Werkzeuge, um diesen Ort zu überwinden, sind uns zur Verfügung gestellt worden. Dann müssen wir nur lernen, sie zu benutzen. Leave your mark. Das ist wirklich von mir. Sind die anderen Nachrichten auch von anderen Leuten an anderen Stellen gemacht? Können das jetzt andere lesen? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich spiele das ja blind und habe entsprechend auch keine Doku und nichts gelesen. Es wäre ja interessant und spannend, wenn andere halt an bestimmten Stellen auch eine Nachricht auslesen konnten, aber wahrscheinlich sind die vorgefertigt. Wir gehen jetzt mal hier rein. Ein kleiner Schlummer. Wir dürfen unseren Klotz zum ersten Mal benutzen. Wundervoll. Schauen wir mal, was hier steht. Ich glaube, etwas stimmt nicht. Wenn du gesehen hättest, was ich am Rande der Welt sah, würdest du dich wundern, warum nicht alles aus sämtlichen Nähten aufgeht und platzt. Aha. Leider schläft natürlich der Dämonen Sultan Azathoth, umgeben vom kriechenden Chaos Nyarlathotep. Und das ist natürlich eine Ansicht, die nur die wenigsten überleben. Auf ein weiteres Ziel richten. Ich richte. Psst. Ach, das reicht gerade so nicht aus? Ah, verstehe. Deswegen brauchen wir diesen Klotz. Leertaste zum Ziel springen. Aha. Ein Hexayada. Ich nenne das Ding Companion Cube. Ich bin ja Portal-Freund. Machst du auch was? Yo! Wenn du mich berührst, sterbe ich wahrscheinlich, oder? Test. Aua. Nee, er schubst mich nur weg und ich britzle. Okay. Okay, cool. Klops. So, können wir jetzt da durch? Dankeschön. Wieder nur so ein Tutorial-Ding, ne? Not a cube.
Ja, ist richtig. Streng genommen ist das kein Cube. Ein Kubus hat, glaube ich, andere Dimensionen als so ein Ding. Oh. Oh, aber das ist immer her damit, die Rätsel hier lösen. Oh, das wäre so geil. Das sind so kleine Details, ja. Das sind so kleine Details, die machen so ein Spiel richtig spielenswert. Weiter geht's. Further in the text. Ich weiß, du weißt, dass du die Strahlen nicht kreuzen sollst. Das weiß ich wohl. Wir haben es auch bereits in der praktischen Umsetzung gesehen, dass es keine gute Idee ist. Zweimal rot, ja? Was geht hier so? Außer Gestrüpp natürlich. Obviously. Gar nichts weiter, außer so ein paar Grafikfehlerstörungen. Okay, cool. Also, hier ist eine Tür, da ist rot. Und was ist hier hinten noch? Nix. Okay. Da ist roter Strom. Da ist der blaue Strom. Und wo ist dann blau? Blau ist dann von da. Das schießt quasi von alleine dahin wahrscheinlich, ne? Okay. Und wie können wir da drum rumkommen? Weiß man noch nicht. Ach so, doch. Nee. Hä? Hm, tja. Und wo verknüpfen wir die dann? Gibt's hier jetzt nichts mit hoch und runter und nichts eigentlich, ne? Und nach hier hinten? Kommen wir von hier irgendwo ran? Auch nicht so richtig, ne? Aber wir kommen von hier lang. Hm. Okay. Ach, hier ist ein Cube. Aha. Ach, dann kann man das Ding da draufstellen. Ja, nee, ist klar. Klops, klops. Klops. Bzzz, zack, taralalala. Wir sind zu schlau. Yeah. Alright, wieder ein Rätsel gelöst. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr es mit der Ego-Perspektive und der Third-Person-Perspektive findet, die ich gerade so nehme. Ich finde, das hat was. Dann kann man diese wunderschöne Spielfigur, die ja wirklich wieder auch liebevoll und detailreich gestaltet ist, auch ein bisschen besser beobachten. Jetzt regnet es wieder, aber es wird langsam heller, ne? Naja. Was bist du? Ich sehe hier irgendwas übersehen, mit dem man interagieren kann oder auch sollte. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen besser umgucken, ne? Guck mal da. Das ist ein ganz schön großes Gebäude auch hier, so mit den Brücken und Geschichten. Naja, naja. Gehen wir mal hier rein. Ganz schön dunkel hier unten. Über den Zaun steigen. Ich kann hier sogar aufs Dach steigen, wenn ich dafür Puzzleteile kriege. Gar kein Problem. Ich bin da. Ist ja wieder schlechtes Wetter. Das ist ja sehr lückenhaft, das Wetter. Das Gute zumindest. So. Was hier? Da kann man... Ach, da muss ich dann drüber Ziu-Ziu machen. Wahrscheinlich mit so einer blöden Box wieder. Was machst du denn? Komm ich von hier nicht ran? Doch, an den komme ich schon ran. Aber an den nicht. Na gut, okay. Da muss ich, glaube ich, einmal darüber. Okay, was ist denn hier überhaupt alles? Wo will ich überhaupt hin? Ist das alles verwirrend hier? Ist ja schlimm. So. Ich möchte letzten Endes doch mal mit das da, mit dem da verbinden. Und das machen wir Behufe dieses Dingensens. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Das muss da drüben hin. Das muss hier hin. Den anderen Teil haben wir ja schon. Der ist ja hier. So. Psst. Psst. Einmal durch, bitte. Einmal Richtung Lösung. Ich möchte lösen. Und auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr haltet von meiner Mausbewegungsgeschwindigkeit. Ob ihr schon alle ein paar Eimer vollgekotzt habt. Oder ob das eigentlich so ganz okay ist. Gut, das Rätsel hätten wir. Tschüss! Weiter im Text. Wir sind ja nicht aus Spaß hier. Dinge zu tun. So, hier geht's auch rein. Jo, hier sehe ich noch nichts, das irgendwie auf einen Stern hindeutet. Leider. Feindliches Kreuzfeuer! Nee, freundliches. Achso, Entschuldigung. Dann ist das okay. Da sind Viecher, da sind Buddha-Buddha-Buddha-Türme. Hier ist ein Jammer. Mensch, wir haben so viele neue Rätsel-Items gefunden. Ich habe lange keinen Jammer mehr gesehen. Okay, alright. Schießt ihr die ab? Was ist denn das da unten? Die könnte ich jetzt stören. Bringt mir ja gar nichts. Kann ich hier rumlaufen? Hier ist ich kann die Götter um Rat fragen, wegen Hilfe und so.
Aber warum schießt ihr denn nicht auf die blöde Kugel? Was ist das da eigentlich? Ich komme trotzdem nicht dahin. Na gut, gucken wir uns erstmal weiter um. Hier kommen wir nirgends weiter. Nee. Wahrscheinlich soll man das von hier aus benutzen. Hör mal kurz. Nee. Da müssen wir aufmachen. Das hinten ist ja die Lösung. Da wollen wir ja hin, kommen aber noch nicht hin. Jetzt fährt die Kugel raus und sprengt die eine Minigun. Dann können wir die andere ausschalten und kommen an den Klotz. Können den da drauflegen. Guck. Böms. Jetzt können wir nämlich das Ding hier nehmen und das Ding ausschalten. Dann können wir zumindest hier schon mal vorsichtig rüberflitzen. Glaube ich. Können wir auch bis dahin? Ne, vielleicht nicht gerade, wenn das scheiß Drecksvieh da ist. So, jetzt machen wir erstmal das Ding kaputt. Das Ding mal kurz weg. Wir machen das Ding wieder aus. Und warten, bis das Ding zu der Minigun fährt und Krawoms macht. Sieh zu. Nicht den ganzen Tag Zeit. Genau, hast du gemerkt, ne? Plöms. Oh, ganz hübsche Explosion. Jetzt können wir nämlich die ganz gemütlich ausschalten. Die Kiste mitnehmen. Die Kiste hier drauflegen. Tada, da ist unser Puzzleteil. Und ich schwöre. Boah, cool, das mach ich nochmal. Sehr, sehr geil. Da können wir ja drum rumlaufen, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Da ist doch was drin. Ich hab da ein Näschen für. Ich hab doch da ein Näschen für. Sag ich doch, Leute. Wir haben ein Sternchen gefunden. Schön. Wunderschönski. Was auch immer uns diese Sterne letzten Endes irgendwann bringen werden. Wahrscheinlich sind die genauso wichtig für den Spielverlauf wie die Sterne zusammen bei Evolanski. Zwei. Eins, egal, beides. So, dass man also nichts davon hat, außer dass man nachher einen Achievement bei Steam dafür kriegt. Oh, guck mal hier ein Zettelchen. Ich glaube, ich habe ein Muster in diesen Siegeln erkannt. Jede Farbe dient einem anderen Zweck. Elum lässt sie uns alle sammeln. Aber kann es sein, dass er zu eifrig ist? Elohim, wieso? Das ist ja alles wieder... Ich dachte, man kann sich einmal in so einem Scheißspiel darauf verlassen, dass der dann auch wirklich gut ist, der gut zu sein scheint. Aber wahrscheinlich ist das genauso, ist der genauso durchgedreht wie GLaDOS. Dann haben wir schon, eins schaffen wir noch, oder? Dinge, die man mit Kisten machen kann. Mit Brecheisen kaputt kloppen zum Beispiel, fällt mir da als Videospielfreund als erstes ein. Oh, da sind aber viele Zettel. Meine Herren. Lesen wir uns erstmal durch. Ein machtvoller Apparat, der vom Gestalter erschaffen wurde. Was ist ein Hexaeder? Ein Würfel. Die Kanten sind abgeschrägt. Das macht das zu einem Dekaeder. Also ein Zehneck. Alter, also hast du die Vertiefung vergessen. Mit denen ist es ein super Polyeder. Aber die konvexe Hülle ist ein Dekaeder. Ende der Diskussion. Falsch. Finde ich überzeugend, dass man sich über das Thema mal ausgetauscht hat. Insbesondere, wo es doch... das wunderschöne Achievement Not a Cube gibt. Okay. Ach, hier gibt es zwei Kisten. Sieh an. Eine ist ja ganz offensichtlich jetzt mal dafür da, dass wir die hier drauf klopsen. Klops. Was ist jetzt hier drin? Ich nehme den bewusst nicht mit, weil... Ach, jetzt müssen wir wahrscheinlich diese Viecher irgendwie gegeneinander aufhetzen oder was weiß ich. Wir nehmen das Ding erstmal mit. Machen uns darüber. Boings, Boings. Ein bisschen sprunghaft zum Springen immer, ne? Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er ein Roboter ist und als solcher. Ploings. Jetzt können wir die quasi aus ihrem Rhythm rausbringen. Da sind noch Zettel, die will ich lesen. Das ist ja blöd, weil die sind auf der falschen Seite. Das muss ich jetzt leider einmal umdrehen. Das ist emotional ein bisschen stressig. Andererseits voll nicht. Geschafft. Apis. Epitaph. Kindprogramm V8.1.8545. Codename Apis. Endete hier. Logik, Arbeitsspeicherprüfung nicht bestanden. Letzter Speicherausdruck. Ich versuche es. Wieder. Wieder. Ich verstehe nicht. Ich bin unzureichend. Programmabkömmlinge, Fehler. RIP-APIs. Version tralali-tralala. So, jetzt müsste ich doch da irgendwann dran vorbei können, oder? Am I right? Njong. Ha. Ich bin so schlau. Wahrscheinlich hätte man auch den anderen Klotzen auch noch mitnehmen können. Nee, hätte man nicht.
Kommt man ja von hier nicht ran. Warum Klonk? Willst du noch mehr Rätsel? Na, hoffentlich nicht. Hä? Ach, I'm so stupid. Ich brauche beide Klötze. Das ist ja scheiße. Da liegt nur einer rum. Nein, so dankbar. So gnädig, wollte ich sagen, ist das Spiel natürlich nicht. Kann nichts passieren, kann nichts passieren. Ich habe alles unter Kontrolle. Hopp, hopp, hopp. Oh, man kann ja direkt hinspringen. Boings. Okay. Was ist denn das da? Ach, das ist die Minigun, die ich ausgeschaltet habe. Na, siehste. Oh, ein Set komplett. Geil. Was gibt's da? B. Anderes Stockwerk oder so. Ich verstehe nicht, warum der Gestalter solche Fehler in die Welt gesetzt hat, dass es fast scheint, als wäre sie beschädigt. Aber ich muss glauben, dass es einen Sinn gibt, den ich nicht verstehe. Da können wir raus. Aber ja, mir ist wohl bewusst, hier können wir mal hochgehen. Wenn der Gestalter unfehlbar ist und er mich für einen bestimmten Zweck erschaffen hat, dann muss ich diesem Zweck gewachsen sein. Daraus folgt, dass ich nicht jedes Siegel in diesem Reich finden und horten muss, denn mit den von mir, von ihm gegebenen Fähigkeiten sind so viele von ihnen für mich nicht erreichbar. Nein, nein, du sollst einfach nachher versagen, weil du ein Spacko bist. Ach so. Wo ist denn dieses Ding? Quasi da drüben. Können wir die Kiste mitnehmen? Nee. Da kommen wir von hier nicht ran. Und wir kommen auch von da nicht daran. Ey, warte mal! Dinge, die man mit Kisten machen kann. Kann ich da aber die mal kurz. Waren wir das schon? Das wäre ja dahinter. Nein, nein, das ist garantiert hier drin. Das Ding habe ich schon, ich weiß. Ich brauche, glaube ich, beide dafür. Ist ein bisschen scheiße, aber na gut. Njong. Das Ganze haben wir in die andere Richtung. Ich glaube, ich kann die dann nachher da stapeln, irgendwie treppenmäßig, und dann kommen wir da hoch. Wow, fuck. Die jagen einen, ja, das ist ja spooky. Sorry, da war ich zu tollpatschig, aber das ist gar nicht schlecht, weil jetzt liegen sie beide wieder hier. Hops. Eine mitnehmen. Wo war das Ding jetzt? Hier war die, die ist hier hinter. Hier hinter muss das Ding sein. Nee, das sind noch mehr. Und da kommt man von da irgendwie hin. Hm. Von da wären wir rübergekommen. Hm. Ich will es zumindest mal sehen. Kann man die stapeln und komme ich dann da hoch? Man kann nicht. Und man kann sie auch nicht so versetzt stapeln, dass man irgendwie von da dann da hochkäme. Na gut. Komme ich da dann rüber vielleicht? Hey! Ich kann den aber auch nicht darüber legen, ne? Kriege ich beide mit? Kann ich mich da durchrätseln und habe dann beide am Ende? Nee, weil ich ja das Ding aufmachen muss. Und dann kriege ich nur einen und hierhin komme ich nicht zurück. So ein Scheiß. Okay. Kann man das hier oben draufsetzen? Nein. Okay, ich nehme an, man muss anders, irgendwie anders dahin kommen. Und somit über Mauer klettern hat der Kerl es ja auch nicht. Guck mal, wie kommt man denn da? Hm. Sehr höchst obskur. Was ist denn das hier? Bin jetzt schon ein bisschen neugierig auch, ne? Da ist ja ein Schalter. Ein Kabel. Alter! Wie geil ist das denn? Wie geil ist fucking das denn? Nein. Wie gut. Oh, hat sich das gut angefühlt, sowas zu finden und das dann zu lösen? Doch, kannst du. Aber wo ist die Quelle für die Scheiße? Auf ein Ziel richten, ja. Aber ich habe ja gerade gar kein Ziel hier. Das auf jeden Fall schon mal. Aber wo ist Strom?
Britzel, Britzel, Britzel. Ja, wo ist hier mal, dass man mal was sieht? Ein weiteres Ziel richten. Das muss ja irgendwie von hier zumindest sichtbar sein. Ja, oder von hier. Würde ja reichen. Wo ist denn hier jetzt Strom für das Scheißding? Hier drin in dem Rätsel gab es sowas ja nicht. Richtig? War hier irgendwo sowas? Nee, ne? Hier gab es keinen Strom. Nirgendwo nicht. Ich dachte jetzt so von ganz weit weg, dass man quasi irgendwo weit oben jetzt sieht, ah ja, da könnte man was bekommen, weißt du? Dass irgendwo ganz oben am Himmel ein bisschen Strom ist. Oder da hinten oder so. Aber da ist überall joa, nischt. Ha. Kein roter Strom. Bzzzt. Keine rote Stromquelle. Die muss ja irgendwie, muss ich ja da rankommen können auch. Das ist ja so geil hier mit dem Hinweis. Ah, ich bin begeistert. Ja toll, es hat sich so gut angefühlt, das zu finden. Wir haben es ja noch gar nicht. Da fehlt ja noch das Wichtigste. Es muss ja hier rankommen. Wo ist, bin ich jetzt völlig blind und doof? Oder wie habe ich das zu verstehen? Auf ein Ziel richten. Auf ein weiteres Ziel richten. Ist hier irgendwo so ein Ding? Hier ist nix. Britzel. Hier ist auch so gar nicht sowas so. Ich weiß, dass es von hier irgendwo sein muss. Ich kann das Ding ja nicht mit rausnehmen. Hier, wie sieht es denn hier so aus? Ist da nicht sowas? Wenn ich hier eine Kiste hinstelle? Kiste. Kiste. Eine Kiste hingestellt. Ach, da vorne. Ist ein fieses Rätsel im Rätsel. Hier, wenn ich hier um die Ecke hier so ein Ding hinstelle. Hopp. Ein bisschen mehr in die Ecke vielleicht. Hopp. Aber es muss ja auch wiederum so sein, dass ich davon hier rankomme, ne? Aber ist hier irgendwie. Von hier komme ich auch nicht an eine Stromquelle ran. So ein Scheiß. Irgendwie so ein Double Secret irgendwie, was ich nicht checke. Hm? Da ist ein Grafikfehler, ja gut. Das ist eine Sache. Hier ist nix. Wehe, es gibt hier Wände, durch die man durchlaufen kann. Das wäre jetzt ja nicht so meins. Tja, wo ist die Stromquelle für dieses blöde Ding? Wo kam denn der Schalter her eigentlich? Ah, der ist hier mit der Wand verbunden, die ja dann aufging. Ist hier drüben irgendwas? Was ich jetzt irgendwie gerade vergessen habe? Nee, ne? Da ist ja keine Stromquelle. Da ist ja allerhand. Kann ich den nochmal in die Hand kriegen? So ein bisschen zu zielen. Zu sehen, ob ich irgendwas finde. Ich muss ja auch dahin kommen können. Alter, wie soll das sein? Das ist doch scheiße, Kinex. Oh, ich. Alter, nein. Ah, ich feiere dieses Spiel. Ja, es ist ja nicht zu fassen. Es ist ja alles nicht zu fassen. Aus dem Rätsel hier quer rüber? Ernsthaft? Das habe ich mir verdient. Yes! Oh, ist das gut. Oh, ist das zufriedenstellend. Es ist so gut, Sterne zu finden und sich durch schlaue, rätsellöse Aufgaben zu verdienen. Großartig. Was ist denn das für ein... Das kann durch... Das wusste ich gar nicht. Das Ding kann durch diese Dinger durchschießen. Hat man uns vorher aber auch nicht gesagt. Weil sonst kann man ja immer nichts mit rausnehmen. Das geht auf einmal. Das ist ja nachgerade frech. Haben wir alles. Oh, wir haben alles, alles. Ist das epic und geile Scheiße. Darauf quatschen wir nochmal mit dem PC und dann ist die Folge auch beendet.
Achtung, Sie haben eine Antwort auf Ihr Support-Ticket erhalten. Antwort anzeigen. Oh, bitte. Inhalt, Konto-Zertifikationsfehler, Benutzerbasiskonto. Antwort, eine Diagnose des Konto-Zertifikationsprogramms wurde durchgeführt. Es konnten keine Fehler festgestellt werden. Haben Sie das Standard-Fehlerbehebungsverfahren befolgt? Erstens, löschen Sie das bereits vorhandene Benutzerkonto der UserProf. Erstellen Sie ein neues Administratorkonto. E-Mail an den Netzwerkadministrator. Okay, machen wir das auch mal. Löschen. Neuen Administrator anlegen. Um unberechtigten Zugriff auf Admin-Funktionen zu vermeiden, können nur Personen neue Administratorkonten erstellen. Das System wird nun Fehler. Benutzer hat kein registriertes Konto, aber Zertifikationsdaten wurden bereits erstellt. Möchten Sie den Zertifikationsprozess erneut beginnen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen? Oh nein, jetzt muss ich richtige Antworten geben, ne? Ihre Probleme mit Verleugnung werden Ihrem Benutzerprofil angehängt werden. Weitere Versuche, Ihre Zertifikationsergebnisse zu überschreiben, werden protokolliert werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Kehre zum Eingabeaufforderungsfenster zurück. Supportsitzung wird beendet. Fertig. Bibliotheksarchivsitzung wird fortgesetzt. Fertig. Suche nach lokalen zwischengespeicherten Ressourcen. Die kennen wir schon. Okay. Alles immer sehr spannend. So, es schießt der Laserstrahl hier einmal quer durch. Naja. Zurück in die Halle. Horchen, ob Fatty was zu sagen hat. Yo. Auch schön hier. Ich glaube nicht. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, teilen, abonnieren. Nächstes Mal geht's weiter mit Gang Nummer 6, den wir mittlerweile erreichen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da. Und wenn ihr eine Idee habt, wie ich an die Sterne in den vergangenen Räumen rankomme, nur her damit. Ich probiere es gerne aus. Und damit bis zur nächsten Folge. Aloha, Leute.